Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum City Bus Manager mit der Homer Bus AG in Essen. Grüße. So, da sind wir wieder. Wir mussten ja leider in der letzten Folge die Linie 105 neu planen, weil ne, die Tennisgemeinschaft hat gesagt, ist nicht mehr. Wir haben einen neuen Sprinter noch gekauft und ansonsten sind alle Busse soweit tippitoppi in 1A Zustand. Wir haben noch drei Leute, die dringend in Urlaub müssen. Da müssen wir uns dann auch mal drum kümmern. Und ansonsten wollten wir heute mit der großen Umbauaktion beginnen. Und das machen wir, wenn die Leute, wenn die anderen Busse wieder da sind und wir dafür dann die anderen Leute im Urlaub schicken können. Ne? Da warten wir eben noch kurz ab, bis die Busse des Nachtexpresses hier wieder reinrollen. Ansonsten, wenn wir mal kurz gucken, ja, guck mal, wir gehen fast in Plus rein, ne? Schon. Das ist schon mal gleich gut. Oh, wir haben das abgeschlossen. Oh, wir können bald den Schichtplan machen, Leute. Guck mal, wenn wir das jetzt hier auch noch haben. Und wir haben genügend Geld, ne? Das ist natürlich auch mal wichtig. So. Sehr schön. Sind noch neue Busse reingekommen? Ach, hier. Warte. Der ist, glaube ich, ready. Den können wir mal reinigen und waschen. Dann haben wir hier Forschungsdinge, die wir neu machen könnten. Ah, hier fehlt uns aber 175 Pokale brauchen wir. 15 Stück noch. Oh, guck mal, hierfür kriegen wir 19. Oh, wenn wir das abgeschlossen haben, ne? Eieieiei. Wir müssen die Verspätung reduzieren. Dann lübt das auch, ne? Oh nein, der Bus hat einen Platten. Welcher Bus hat einen Platten? Er hier. Och nö. So, den reparieren wir erstmal. Hat einen Platten. Das ist schön. So, Reparatur starten. Tanken, reinigen, waschen. Let's go. So, der ist ready, der wird noch gereinigt. Wir haben 62.000 Euro, da können wir richtig investieren. Wir werden auch ein bisschen was umbauen. Linie 106, haben wir noch keine Erfahrungswerte, ne? Ah, ich würde sagen, wir nehmen den kleinen, der kleine Sprinter geht gerade nicht. Was nehmen wir denn da? Der geht auch nicht. Der ist kaputt. Was können wir denn Neues erforschen? Oh, besseres S. Was ist denn hier los? Okay. Forschung starten. Besseres Essen für die Mitarbeiter. So, Linie 106. Ist jetzt gleich fertig hier. Und wir müssen erstmal gucken, dass die Leute aus der Nachtschicht, die gestresst sind, erstmal in Urlaub kommen, ne? Ruht sich aus. Das ist schön. Du kriegst erstmal Urlaub. Bitteschön. So, dann der nächste. Der fährt immer noch Bus. Auf der Toilette. Urlaub. Jo. Fortbildung müssen wir auch mal machen. Der müsste gleich reinkommen. Oh, er fährt auch noch Bus. Also zwei Leute müssten gleich noch kommen. Da müssen wir mal kurz abwarten. So, das bedeutet, wir können den hier quasi auf die Linie 106 einsetzen. Da fährt der Matthias jetzt los, ne? Was hat damit zu tun, dass ich mein Gamepad noch angeschlossen habe? Weil das macht nämlich manchmal diese komischen Sachen hier. Ah, muss ich mal fixen. Juti. Guck mal, wir sind schon aktuell bei 2,4 wegen Verspätung. Das ist schon mal gut. Der wird repariert. Technischer Zustand nicht so toll. Der wird auch nochmal gewaschen und dann fährt der gleich raus, ne? Sehr schön. Und hier kann ich jetzt gerade nicht reingucken wegen... Wenn ich es langsam mache. Ah, jetzt geht's. Betriebsgelände vergrößern. Wäre halt auch eine Idee, ne? Aber... Oh, Leute, Doppeldeckerbus. Das hattet ihr auch geschrieben. Busverschmutzung reduzieren, das machen wir auch. Das sparen wir Geld. Das forschen wir auch mal. Und hier besseres Essen, ne? Gut. So, der Bus ist auch da. Ist noch ein weiterer Bus reingekommen gerade. Da können wir nochmal den einen in Urlaub schicken. Mit dem höheren Stresslevel. Ruht sich aus. Der Stress. Ah, der Kehr. Urlaub. Sehr gut. Urlaub. Sehr gut. Auf der Toilette. Da haben wir noch einen, der dringend Urlaub braucht. Jo. Hier wird auch Urlaub benötigt. Jupp. Der Rest passt soweit, ne? Gut. Sind noch neue Busse reingekommen. Ich guck mal gerade. Da wird sich schon drum gekümmert. Der ist auch gleich fertig wieder.
Den müssen wir mal tanken, waschen, mal kurz auf den Zustand überprüfen. Da ist soweit alles in Ordnung. Bei dem hier auch soweit. Dann sieht das doch ganz gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wie unsere Wartezeiten sind. Wobei, wir bauen es einfach aus. So, ich mache mal kurz Pause hier vom Game. So, was wir machen wollen, ist das Lager. Das will ich woanders hinbauen. Wir gehen mal ins Baumenü. Straße. Dann machen wir mal kurz Abriss hier. Das Lager würde ich hier hinbauen. So. Das wäre das eine. Jetzt sind natürlich alle Busse hier, ne? Das heißt, das Lager, Lager, Lager. Guck mal, der parkt da auch wieder, ne? Warte mal kurz. Wenn man das jetzt abreißt, parkt er dann um. Warte mal. Es geht nicht, weil da ein Bus drauf ist, ne? Och, nö. Kann ich den nicht umparken? Also so eine Umparkfunktion würde mir noch gefallen. Okay, gut. Da muss ich mal kurz überlegen hier. Das können wir auch abreißen. Dann haben wir hinten mehr Platz, ne? Beauty. Guck mal, hier an der Seite hätten wir auch noch Platz. Das heißt, rein theoretisch könnten wir das Lager hier an der Seite bauen, ne? Oder nicht? Und hier noch die Büros verlängern. Weil die Halle hier mit den Spinden. Wie wäre es denn, wenn wir das Lager einfach... Warte mal. So. Lagerraum. Lagerraum bauen. Wenn wir das jetzt einfach hier so bauen. Guck mal. Da haben wir jede Menge Platz. Zack. So, Lager. Fenster. Gut. Sollte man vielleicht mal ein paar mit reinbauen. Ich glaube, das habe ich bei den anderen Gebäuden irgendwie nicht gemacht. So, dann hier noch ein bisschen hier, ne? Ein bisschen da. Da auch noch Fenster. Und dann brauchen wir eine getönte Tür. So. Machen wir da auch noch eine. So, und dann bauen wir hier unser neues Lager. Das alte reißen wir dann ab. Ich hoffe, das geht. Das heißt, hier kommen jetzt jede Menge Lagerregale rein. Wie kann ich das nochmal drehen? Das war mit der Taste. Oh Mann, ich habe die Taste vergessen. Egal. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier... Die können wir ja... Ne, warte mal, das machen wir mal anders. Bauen. Die sind nicht nah genug beieinander. Lager. Ich glaube, hier rüber war das, ne? Ah ja. Gut, das können wir so lassen. Die müssen natürlich schön nah beieinander, ne? Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Das heißt, hier kommen die ganzen Lagerregale rein. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Das ist ein Riesenlager, ne? Kostet zwar ein bisschen Geld, aber... Naja, gut. Ist schon besser, ne? Vielleicht noch ein paar Sitzmöglichkeiten gleich. Könnte hier drin jetzt in der Mitte auch noch später welche bauen, aber guck mal, wie schnell das Geld weggeht. Oh, das geht aber sehr schnell weg. Ich dachte, das Geld wäre mehr wert. Das dachten viele, glaube ich. So, guck mal, jetzt haben wir hier ein Riesenlager. Das ist schon mal gut. Da würde ich nochmal hier vielleicht noch irgendwas zum Hinsetzen nehmen, ne? Was haben wir denn da? Mal so einen Stuhl hier. Ah ne, das können wir gar nicht hier reinsetzen. Okay, gut, wird gar nicht benötigt. Dann ist ja gut. So, kann ich das jetzt hier abreißen? Das ist nämlich jetzt die Frage. Weil wenn ich das nämlich nicht abreißen kann, dann haben wir ein Problem. Doch, geht. Okay. Die Frage ist, ob die Sachen dann hier alle... So, guck mal, ist nämlich komplett weg jetzt. Der Raum. Das heißt, wir bauen hier das Kundencenter aus. Und das erweitern wir dann, ne? Jo.
So, die Frage ist, sind jetzt alle Lagerartikel weg oder wurden die jetzt da oben rüben reingepackt? Oh ne, jetzt sind alle Lagerartikel weg, oder? Das ist... Ah ne, guck mal, die liegen alle hier und die werden dann gleich, wenn er fertig ist mit der Reparatur, wieder rübergeräumt. Okay, gut, alles klar. Gut, das haben wir. So, dann bauen wir jetzt hier das Kundencenter ein bisschen aus. Dazu machen wir nochmal hier Pause. Guck mal, wir haben schon wieder 60.000. Wir haben 179 Punkte. Leute, wir können den Schichtplan erforschen. Sehr geil. Kostet aber 20.000. Ah, egal. So, machen wir. So, das haben wir. Das heißt, der Schichtplan wird erforscht, Leute. Und dann brauchen wir uns um nichts mehr kümmern. Jeder hat einen Bus zugewiesen. Das passt, das passt. Voll der Gamechanger jetzt gerade. Und wir bauen einmal das Service Center aus. Guck mal, das können wir hier noch richtig ausreizen. Ne? Guck mal, da können wir hier, 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 richtig bis in die Ecke. Ach, guck mal, was für ein großes Service Center das auf einmal ist. Das ist ja ein Träumchen. Guck mal. Sehr gut, getönte Tür. Da können wir auch nochmal eine Tür reinbasteln. Und die Toilette. Gut, wir haben eine Toilette für so viele Leute, ne? Schwierig. Schwierig, aber ja, nicht unmöglich. So, wir müssen mal die Sessel hier mal alle rüberpacken. Wieso kann ich diesen Sessel jetzt nicht nehmen? Manche Sachen entziehen sich meiner Kenntnis. Wird der gerade benutzt oder was ist mit dem hier? Ich glaube, der wird gerade benutzt oder was? Oder wie? Oder was? Hä? Warte mal kurz. Kurz einmal laufen lassen. Zack. Oh, das Geld schwindet, ne? Also so viele große Sprünge können wir nicht machen. Aber ich glaube, es war gut, in die Infrastruktur zu investieren. Also schreibt mir mal gerne eure Meinung, wie ihr das seht. Aber ich finde das schon... Wieso kann ich diesen Sessel jetzt nicht... Hä? Was ist das denn? Leute, ich will diesen Sessel hier. Der geht nicht. Hm. Komisch. Mal später nochmal gucken. Vielleicht setzt sich gleich da irgendwie einer drauf oder so. So, das Aquarium kommt natürlich hier wieder hin. Dann brauchen wir noch so Service-Center-Theken. Dann bauen wir hier noch einen Informationsmonitor. So ein Infoterminal hier zwischen. Ja. Und da nochmal ein paar richtig schöne Sitzsessel in Schwarz. Den Leuten soll es ja nichts fehlen, ne? So. Das heißt, dann haben wir das auch... Ah, ne, warte, das ist für meinen inneren Monk nicht gut. Das ist einer zu viel. So, dann packen wir da noch ein Pflänzchen rein. Und was können wir noch da reinpacken? Ich gucke mal gerade kurz. Vielleicht ein paar Fenster mal in diesem Gebäude hier, ne? Es wäre nicht so verkehrt. So, hier ein Fenster. So, wo können wir noch ein Fenster bauen? Machen wir hier auch nochmal ein Fenster. Kommt ein bisschen Licht rein, ne? Und hier vielleicht... Nein, nicht unbedingt. Immer. Machen wir da auch noch eins rein. Gut. So, jetzt haben wir einen Schalter. Wir haben dies, wir haben das, wir haben Pflanzen. Dann noch zwei Service-Schalter. Zack, guck mal, da können wir nämlich noch mehr Leute abfrühstücken und da auch noch mal so ein Infoscreen, ich weiß nicht. Die Tür müssen wir umsetzen, wartet. Kann ich die umsetzen? Ach, herrlich. Das ist schön. So, da können wir nämlich hier wieder in der Mitte zwischen den beiden Dingern hier, sofern das funktioniert, können wir nämlich hier wieder so eine kleine... Infowall setzen. Ne? Guck mal, jetzt haben wir noch 35.000. Sehr schön. Und wir können immer noch nicht hier diesen Sessel hier umplanen. Ne? Das verstehe ich auch nicht. Mülleimer. Guck mal, hier können wir auch noch zusätzliches Aquarium. Nee, es passt nicht. Vielleicht hier auch noch so eine kleine Pflanze. So ein bisschen Dekokram, ne? Lichterkette. Wofür brauche ich eine Lichterkette, meine Damen und Herren? Guck mal, so einen Tisch könnten wir hier auch noch hinstellen. Ach, guck mal, ein schönes Service Center, oder? Was meint ihr? Also ich finde es ganz schick. So.
Service Center is ready. Die sind erstmal geschlossen. Müssen wir nochmal ein paar neue Leute einstellen. Aber ich würde sagen, neues, schickes, großes Service Center, ne? Nice. Das haben wir umgebaut. Wir haben noch 34.000. Sind Busse wieder reingekommen. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich das hier nicht umbauen kann. Oder setze ich da jetzt gleich einer hin? Das kann natürlich auch sein, ne? Gucken wir uns mal die Busse an. Okay, der wird noch aufbereitet. Ach guck mal, er kriegt schon wieder neue Sachen geliefert. So, das haben wir, das haben wir. Der ist fast ready. Den haben wir, den haben wir. Oh, nee, noch nicht. Der, nö. Aber warum kann ich die... Ich verstehe es nicht. Lagerraum. Service Center. Wieso kann ich dieses Ding hier nicht wegparken? Also wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne rein. Oder habe ich da ein Büro-Ding gebaut? Warte mal. Nee, eigentlich nicht. Okay, gut. Also daran scheint es schon mal nicht gelegen zu haben. Die Sachen müssen natürlich jetzt mal alle langsam ins Lager geräumt werden, ne? Wo ist denn meine Lagerkraft hier? Ach. So, das wird auch erforscht. Ach, deswegen fährt er immer wieder vorbei, weil er keinen Platz hat, ne? Räum die Pakete weg. Zack, zack. So. Wie viele Service Center Mitarbeiter haben wir denn? So, lass uns doch mal gucken. Wir haben... Service Mitarbeiter haben wir 3. Sind auch alle nicht gestresst, das ist alles gut. Das heißt, wir könnten rein theoretisch sogar noch einen zusätzlichen Terminal öffnen. Guck mal. Schön. Das heißt, da können gleich die Leute rein, ne? So, es ist geöffnet. Das neue Service Center hat geöffnet. Bitte kommen Sie rein, kaufen Sie Tickets und so weiter und so fort. Die räumen jetzt hier die ganzen Sachen weg. Wir haben ein neues Lager. Wir haben ein neues Service Center. Was wir halt noch erweitern müssten oder umbauen, wäre das Büro. Die sitzen alle hier wie auf der Stange, ne? Also ich weiß es nicht. So, Personal... Ah, guck mal. Die ist noch am Forschen. Oh, gestresst hier. Nix gut, diese. Stress, der hat Urlaub. Urlaub. Ui, der fährt Bus. Der Herr Haley. Gut, da müssen wir mal gucken, ne? Eine neue Küche wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Die Toilette könnten wir erweitern. Die können wir auch nochmal größer machen, ne? Oder wir bauen hier noch eine extra Toilette hin. Wir haben hier einfach zu viel Platz gelassen in den Fluren, ne? Hm. Und wir brauchen noch neue Service-Mitarbeiter. Interessant, interessant. Wir haben immer noch 35.000. Ah, guck mal, wir machen jetzt nicht so viel Umsatz, ne? Wobei es ist 8:30 Uhr, ne? Guck mal, die ganzen Fahrzeuge kommen, aber irgendwie... Ja, die Lager füllen sich wieder, ne? So langsam. Vielleicht brauchen wir auch mehr Lager-Mitarbeiter, ne? Wir haben jetzt einen Forscher nur. Oh, da brauche ich auch noch einen neuen Forscher. Ah, nur eine Reinigungskraft und ein Mechaniker. Also da müssen wir nochmal ordentlich, ordentlich was machen. Die Tankstelle ist da. Warte mal, wie breit ist denn... Und diese Werkstatt wird ja auch ab und zu genutzt. Wir haben ja eine Waschstraße. Ich dir überlegen, wie wir das jetzt hier am schlauesten bauen. Also ich würde hier auch nochmal die Toilette erweitern. Das heißt, wir würden hier nochmal auf Bauen gehen. Wo ist denn der Wisse? Da. Können wir das hier? Ne, können wir nicht. Okay, weil es Flur ist, ne? Gut, das heißt, wir müssen es erstmal wieder hier abreißen. Okay. So, und dann gehen wir wieder auf Badezimmer bauen und machen das größer. Guck mal. Der sitzt jetzt hier schön auf dem Pott, ne? Da kann man richtig schön auf die 12 gucken. Ist aber nicht schlimm. Wir bauen einfach noch eine Toilette rein. Und
Waschbecken hier drin? Wir haben noch nicht mal Waschbecken hier drin, Leute. Oh Gott. Sind wir für Chefs? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es hier so eine Trennwand? Die gibt es echt nicht, ne? Oh Mann, ey. So, da vielleicht noch ein bisschen pflanzentechnisch irgendwas. Pflanze klein. Hier so ein bisschen. Und dann da noch so ein bisschen. So, Toilette wurde vergrößert. Das ist schon mal gut. Die Küche. Küchenzeile. Haben wir Mülleimer hier drin? Natürlich nicht. Ah, doch, haben wir. Vielleicht eine Küchenzeile noch. Ein Spülbecken haben wir. Ah, mit R was drehen, ne? So. Guck mal, da haben wir es hier nochmal ein bisschen ausgebaut. Und hier können wir dann auch nochmal so eine kleine Küchenzeile reinbauen. Da vielleicht auch nochmal eine kleine Pflanze rein, wegen Deko. Weil ich glaube, Deko-Bewertung, das mögen die Leute. So ein bisschen lampentechnisch. Und die können wir da hinstellen. Tipptopp. Stuhl für die Küche. Wird überbewertet, ne? Aber wir könnten hier einen Stuhl reinstellen. Guck mal, den können wir hier vielleicht. Neben dem Futterautomat. Zwei Stühle. Der Flur, ne? Was können wir denn in den Flur bauen? Ach, guck mal, da können wir auch die Spinde reinpacken, ne? Guck mal, wir haben schon Bilder. Mach ich nochmal hier so ein Wandregal. Da auch, da auch. Kostet zwar alles jetzt ein bisschen Geld, aber darum geht es jetzt nicht. Guck mal, 53% Dekorationsbewertung. Ich glaube, das schlägt sich dann auch positiv auf die Mitarbeiter aus, ne? Hier ein Pflänzchen, da ein Pflänzchen. Vielleicht da nochmal ein bisschen was. Kann man da keine Couch? Kann man hier einen Sitz? Naja, geht nicht, ne? Das ist immer abhängig von den Räumen. Das finde ich eigentlich echt schade. Gut, man könnte jetzt hier noch einen Spind... Ja gut, hier könnte ich noch ein paar Spinde hinbauen, ne? Da spare ich mir den Spaß hier. Ist ja egal. Ist ja der Flur, ne? Sparen wir uns den Ausbau von den Dingern hier, ne? Ja, das sieht natürlich jetzt nicht mehr so toll aus, ne? Aber so können wir wieder neue Mitarbeiter einstellen. Und das Büro müssen wir halt auch noch ein bisschen erweitern. Gut. Warte mal, da bauen wir das hier nochmal weg und machen hinten das Büro hier raus. Da könnte ich das nämlich hier umsetzen. Ah, mit so ein paar Tricks können wir hier Millimeter sparen. Und das Büro bauen wir einfach hier lang. Das ist dann so ein langgezogener Dingens hier. Oder wir bauen hier einen Flur noch hin, ne? Das wäre natürlich auch geil. Aber das Büro hier direkt angrenzend, das hier weg und dann da eine Tür rein. Ich glaube, das ist besser. Wir nehmen mal diese Sachen hier und stellen die mal ein bisschen um. Ich will jetzt aber die gesamte Fläche machen, ne? Das wird wieder so ein bisschen gedrungen wirken hier, ne? Das geht. So. Jetzt haben wir immer noch die Spinde hier, ne? Gut, wir haben jetzt hier ein paar mehr Spinde wieder gebaut. Ach, guck mal, da geht noch einer hin. Den können wir auch noch wegmachen hier. Und den brauchen wir ja nicht hier, ne? Das heißt, wir können den hier rübersetzen. Und den setzen wir hier hin. Dann können wir das nämlich hier abreißen und bauen dann hier irgendwo noch eine Tür durch. Das machen wir. So, das ist jetzt Halle, ne? So, Halle abreißen. Ich würde hier ein Stück Flur machen und dann das andere Büro darüber packen. So. Dann bauen wir hier ein kleines Stück Flur. Ach, guck mal, der grenzt das hier direkt ab. Schade. So, hier ist ein kleines Stück Flur. Hä, guck mal, da sind die Bilder direkt da. Auch nicht schlecht. So, Tür. Da, die kommen wir da rein. Und wir brauchen aber noch eine Tür, die hier wieder rausgeht, ne? Ah, machen wir die hier. So, und dann können wir hier nämlich noch das Büro hier hinbauen.
weiteres Büro. Jetzt wollen wir bis hier. Guck mal. Da machen wir hier noch so eine schöne Tür rein. Natürlich jetzt wieder ordentlich Geld gekostet. Und da können wir dann noch, ja, zum Beispiel einen Drucker hinstellen. Einen Mülleimer. Ein paar Sessel zum Hinsetzen, ne? Ein paar Sitzmöglichkeiten hier. Dann brauchen wir noch so einen Arbeitstisch, glaube ich, ne? Oder? Gab es im Büro nicht diese Arbeitstische? Diese Arbeitsbereiche, oder? Vertue ich mich da jetzt? Ach da, Schreibtische. Nicht erreichbar? Hä? Wie nicht erreichbar? Ach, der war falsch umgedreht, okay. Guck mal, da haben wir da noch ein bisschen was. Brauchen wir hier vielleicht noch einen Stuhl? Nicht erreichbar. Nee, Stühle brauchen wir da nicht, ne? Haben wir da Stühle? Bei dem Bereich? Warte mal, ich guck mal kurz. Wo sind denn die? Nee, das ist ein Steharbeitsplatz. Okay, gut. Steharbeitsplatz, okay. Sehr gut. Finanzen sehen nicht gut aus, weil wir halt viel investieren, ne? Ist klar. Dann brauchen wir noch... Was brauchen wir denn noch? Regale, Tische, Stehlampen. Können wir hier auch noch... Guck mal, wir hätten eigentlich noch genug Platz hier, ne? Da nochmal eine Lampe. Da nochmal eine. Hier eine Ecke. Ein paar Fenster brauchen wir gleich hier noch. So ein paar Fenster wären nicht schlecht, ne? Die Leute fühlen sich alle so ein bisschen... eingeengt, ne? Kann ich keine Fenster platzieren oder was? Habe ich den Fenster ausgewählt? Da können wir noch eins hinbauen. Hm. Da noch ein Fenster. Mach da noch ein Fenster rein. Das sieht doch gut aus. Guck mal, ein bisschen Licht durchflutet da, ne? Sehr gut. Schön die Abgase, ne? Von den Bussen. So, eine Pinnwand. Ist Brainstorming. Boah, bauen, das dauert immer ewig, Leute, ne? Das dauert immer echt ewig. So, was haben wir noch hier alles? Wandregale. Da noch einen machen. Da noch ein. Schickes Aquarium, was so ein bisschen beruhigt. Ach, herrlich, guck mal. Vielleicht noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Wobei, die haben wir eigentlich genug, ne? Gut, Leute. Ich würde sagen... Wir haben wieder genug Stellflächen, können jetzt auch noch weitere Leute einstellen. Ich würde noch ein paar Leute in der nächsten Folge einstellen, gucken wir dann einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, gerne auch einen Kommentar schreiben und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.